würdest du lieber keine Traurigkeit oder keine Wut verspüren können? Lieber keine Traurigkeit. Ich bin Mr. Rage himself. Also ohne Wut wäre ich einfach, ich hätte keine Persönlichkeit mehr. Ich würde auch sagen, keine Wut, weil... Aber die haben keine Traurigkeit. Ja, ich keine Traurigkeit. Ja, ich würde sagen, ohne Wut. Weil ich glaube, Trauer macht dich... Also ich würde nicht mehr nicht mitfühlen. Also was bringt Wut? Wut bringt nichts Positives. Denk Wut ist einfach nur da, klar, und stampft auf, bringt Wut aber nichts. Es ist Mut ist Motivator Nummer 1. Es ist nichts Positives. Du bist niemals so motiviert, wenn du wütend bist. Ohne Trauer wäre ich nicht die gleiche Person. Also ohne Wut wäre ich genau die gleiche Person, nur mit weniger Scheiße. So, was bringt dir denn Wut? Was bringt dir Trauer? Hä? Was bringt dir übertriebene Trauer? Naja, wir reden nicht über Mitgefühl kannst du auch ohne Trauer. Trauer ist aber notwendig. Wut ist auch notwendig. Du brauchst halt irgendwas auch mal ein Ventil. Ich glaube, Wut ist nicht so notwendig. Wofür brauchst du das Ventil, wenn du es nicht spüren kannst? Du fühlst keine Wut. Du bist nicht wütend auf jemanden. Ja, aber wofür brauchst du Traurigkeit, wenn du einfach alles komplett sachlich... Manche Sachen im Leben sind nicht toll und dann bist du traurig. Du siehst es nicht sachlich. Ja, aber du kannst ja auch einfach sagen, okay, das ist jetzt nicht so toll, aber du bist dann jetzt nicht komplett mega gefickt für ein paar Wochen, Jahre, Monate, wie auch immer, sondern du kannst den ganzen Tag. Das macht dich doch was zu der Person, die du bist. Du verfälschst dich doch. Ja, Wut doch auch. Nee, nicht so. Klar. Bei mir auf jeden Fall. Das Sachlichkeitsargument zählt übrigens nicht, weil wenn du Wut hast, bist du auch nicht sachlich. Ja, auf jeden Fall. Aber du bist halt weniger, weiß ich nicht, du bist halt, wenn jetzt irgendjemand in deinem Leben stirbt, dann bist du halt einfach komplett down. Ich meine, das ist ja auch okay, ist ja auch verständlich, aber wenn du jetzt keine Traurigkeit verspüren würdest, dann würdest du halt trotzdem... Ja, aber was ist denn, das ist doch nicht normal, wenn du nicht... Wenn ja, du es ist aber auch nicht normal, nicht wütend zu sein. Aber ich glaube, es ist normale Leere. Nein, das ist einfach nur eure subjektive Wahrnehmung, dass Traurigkeit besser ist, weil Wut halt generell... Ist auch nur deine subjektive Wahrnehmung, dass Wut besser ist? Nee, einfach... Ich sag ja nicht, dass es besser ist, aber für mich stehen Wut und Trauer, es sind beides Emotionen eines Spektrums, die am anderen Ende eines Spektrums stehen, die für mich beide positive wie auch negative Seiten haben. Das sind ganz andere Spektren. Ja, ich sehe es auch ganz anders. Ich finde Traurigkeit ist ein viel größerer Bereich als Wut und Wut hat für mich traurig, nichts Positives. Glücklich, wütend, nicht wütend. Oder was haben wir? Ja. Weißt du? Wut, aber du bist nicht entweder wütend oder traurig. Nö, aber für mich ist es halt, es sind einfach Emotionen. Da ist keine Emotion besser als die andere. Aber ich sehe halt, wenn ich weniger traurig wäre in manchen Situationen oder wenn ich mir bei manchen Situationen einfach Traurigkeit abschalten könnte, wäre ich sehr viel funktionaler. Während Wut bei mir... Ich glaube dasselbe. Was, bei Wut bist du ein objektiver, normaler, funktionierender Mensch? Ich bin sehr, sehr, sehr... Oder bist du irrational Deluxe? Aber ich bin motiviert ohne Ende. Und wenn ich traurig bin, bin ich komplett demotiviert. Und Motivation ist das, was bei mir schon so... Aber du schaltest halt... Hat er recht sogar damit, aber das ist auch, dann das schaltest du quasi aus für, du sagst, Trauer ist nicht das gleiche wie Mitgefühl, ist aber ein Teil vom Mitgefühl. Und wenn jetzt jemand aus deiner Familie stirbt, wenn deine Mutter stirbt, du nicht traurig bist, natürlich. Das ist halt einfach das nur die Emotion, die du zeigst, aber Mitgefühl hat ja nichts mit Traurigkeit. Du konntest dein eigenes Argument damit raus, wenn du es so belegst, natürlich. Dann kannst du nicht Wut und Mitgefühl, Trauer aber dann zählt dasselbe für Wut, weil du kannst Empathie, ja auch, das du ist das Teil, wenn du sagst, Wut und Hass ist nicht das gleiche. Du kannst ja manchmal auch mit Leuten mitfühlen, die gerade wütend sind. Was bedeutet das? Nee, du kannst ja zum Beispiel, wenn jemand über irgendein Thema richtig wütend ist und du bist selber nicht wütend, dann kannst du halt, aber du kannst halt dich schon in diese Person hineinversetzen und sagen so, ich kann das auf jeden Fall verstehen und deswegen... Ja, aber wenn du keine Trauer hast, fehlt dir auch ein bisschen Empathie. Nee, ganz viel Sympathie. Empathie. Wenn ihr beides... Aber Empathie hat doch nicht... Empathie ist allgemein über Emotion. Empathie beschreibt einfach nur, dass du dich in einen Menschen hineinversetzen kannst und Empathie seine Emotion verstehst. Ich glaube nicht. Doch. Ich glaube, Empathie bedeutet eher Mitgefühl. Nein. Empathie bedeutet einfach nur, du versetzt dich in eine andere Person hinein und du verstehst seine Emotion. Und wenn die Trauer fehlt, dann fehlt auch ein Teil von dieser Empathie. Wenn dir Wut fehlt, natürlich, fehlt sie nicht... Du sagst gerade, wenn du etwas wegnimmst, fehlt es nicht. Das ist ein wirrer Schluss. Der macht keinen Sinn. Hä? Du sagst gerade, wenn du das wegnimmst, dann fehlt ein Teil von Empathie nicht. Ja, aber dann würde es genauso fehlen, wenn du Wut wegnimmst. Natürlich, aber es ist ein viel kleinerer Teil. Nein! Wo fehlt denn Wut? Das ist ein viel kleinerer Teil, ist so. Das ist genauso ein scheiß Argument. Trauer hat ganz viele andere Spektren. Wut geht in eine Richtung. Also, du musst doch nicht Wut verspüren, um Empathie zu haben oder zu zeigen gegenüber einem anderen Menschen. Du musst auch keine Trauer verspüren, um Empathie dich in einem anderen Menschen hineinversetzen zu können. Das kommt dann automatisch. Also, ich meine, Empathie ist halt, wenn man sogar traurig dabei dann selber ist, weil jemand anders traurig ist, das ist sogar relativ negativ, weil du dich davon relativ schnell von den Emotionen anderer Menschen beeinflussen lässt. Du musst ja auch nicht dein ganzes Leben danach ausrichten und dein Leben ist vorbei. Aber Trauer verspüren, das ist für mich selbstverständlich. Für mich ist Wut verspüren auch ziemlich selbstverständlich.
Das Ding ist, wenn du. Ich finde es nicht essentiell und dabei bleibe ich jetzt. Ja, Trauer ist für mich auch nicht. Trauer ist für mich ein ziemlicher. Ich muss revidieren, was ich am Anfang gesagt habe, weil da hatte ich im Kopf, okay, du bist die ganze Zeit traurig oder die ganze Zeit wütend. Also ist es nicht. Für mich geht es so in dieselbe Richtung. Also die Frage könnte man wahrscheinlich auch mit Angst stellen. Und für mich ist Trauer auf der gleichen Ebene wie Angst. Ohne das würde ich nicht klarkommen. Ja. Ist ja auch okay, das verurteile ich auch nicht. Nur für mich ist es halt einfach, Trauer ist für mich ja, der so. Demotivator Nummer 1. Bin ich auch bei dir. Aber guck mal, du bist ja nicht jeden Tag traurig. Ich hab die größten Meilensteine in meinem Leben erreicht, nur dadurch, dass ich einfach extrem wütend war auf irgendwas. Wütend heißt ja einfach nicht komplett diese blinde Rage gegenüber irgendwas. Du wandelst das dann um in Motivationsenergie. Das ist auch vollkommen okay. Andersrum gibt es ja genauso, du hast die größten, also zum Beispiel auf die größten Sachen, durch ganz traurige Sachen so passiert, veränderst du dich auch oft zum Positiven. Klar, auch zum Negativen, das ist mit Wut ja genauso. So. Also ich würde es jetzt nicht, Aber überleg mal, es gäbe keine Wut, dann gäbe es auch keinen Weltkrieg. Keine Ebene. Überleg mal, es gäbe keinen... Das ist super klischee-mäßig jetzt. Nee. Ich glaube, die meisten sind nicht auf Wut... Weiß ich nicht, aber so einfach würde ich das nicht. Es gäbe vielleicht weniger Kneipenschlägereien und so weiter. Aber stell dir mal vor, es gäbe keine Trauer und Menschen hätten einfach nicht und würden sich nicht so abfucken. Es gäbe weniger Selbstmorde. Es gäbe viel eindimensionaler, finde ich. Es gäbe viel weniger Selbstmorde oder Leute, die einfach nicht mehr produktiv sind und weiß ich nicht. Wenn dein Bruder gekillt wird, dann bist du traurig und wütend vermutlich. Jetzt überleg dir mal, einer der beiden Emotionen fehlt, wie du dann andersrum handelst. Wenn du nur noch Wut fühlst, dann geht's aber richtig los. Junge, dann frisst dich das auch. Wenn du nur noch Trauer fühlst, dann geht's richtig bergab. Dann geh ich wenigstens nicht los und kill selber 18 Leute. Dann geht's richtig bergab, weil du nicht diesen Gegenpool hast. Also gehst doch viel eher los und klatsch Seiten. Jemand andersrum, wenn du nur wütend bist. Ja, wenn du nur traurig bist, dann klatsch dich selber um. Das weißt du ja nicht. Wir sind uns einig, wenn du die ganze Zeit wütend oder die ganze Zeit traurig bist, ist es nicht gut. Ist beides nicht gut. Ja, ist klar. Aber für mich ist Wut dann nicht essentiell. Auf jeden Fall. Für mich ist Trauer nicht so essentiell, dass ich es haben wollen würde. Weil für mich Trauer tatsächlich einfach nur, es steht im Weg, viel, oft, häufig. Für mich ist es genau das gleiche mit Wut. Bei dir geht es ums Funktionieren. Ja. Okay. Was ist bei dir? Ich kann auf Wut sehr gut verzichten. Also haben wir einmal Wut, dreimal Trauer oder so? Das ist eine gute Frage. Sehr interessant. Auf jeden Fall.